Hi zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan, ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Heute geht es um das Thema Drohnen. Und zwar gibt es 5 Tipps, wie du deine Drohnenvideos noch besser machen kannst. Viel Spaß damit! Ich habe diese Drohne jetzt ungefähr seit 1,5 Jahren und nutze sie sehr, sehr gerne, weil man damit einfach mal komplett andere Perspektiven aufnehmen kann. Sowohl für Fotos als auch für Videos hat man damit einen komplett anderen Kamerawinkel, den man normalerweise mit einer Kamera niemals erreichen würde. Und dementsprechend ist es immer ganz cool, die in der Tasche mit dabei zu haben, einfach um die ganze Szenerie, die man vielleicht mit der Kamera so normal aufgenommen hat, nochmal aus einem komplett anderen Blickwinkel betrachten zu können. Doch gerade als Anfänger stellt man sich dann natürlich häufig die Frage, was muss ich denn jetzt an der Drohne eigentlich einstellen und was kann ich persönlich noch dafür tun, dass mein Drohnenvideo oder mein Drohnenfoto noch besser wird. Und dazu gebe ich dir jetzt mal 5 Tipps. Als erstes möchte ich dir empfehlen, einfache Bewegungen auszuführen. Das heißt, wenn du mit der Drohne filmst, achte darauf, dass du wirklich immer nur in eine Richtung fliegst und keine Kurven fliegst und so weiter. Anfänger tendieren häufig dazu, verschiedene Stunts machen zu wollen mit der Drohne und viele Kurven fliegen und möglichst irgendwie alles abgreifen. Aber wenn du dir mal wirklich die Drohnenvideos von den Profis anguckst, die so auf YouTube kursieren, dann sind die meistens so geschnitten, dass die Drohne eigentlich immer nur in eine Richtung fliegt und maximal die Kamera noch eine andere Bewegung macht. Aber ansonsten, die fliegen keine Kurven oder so, sondern das ist dann immer irgendwie so zusammengeschnitten, dass die Drohne in eine Richtung fliegt, dann kommt ein Cut auf eine andere Szene und dann fliegt sie in eine andere Richtung. Aber halte das möglichst einfach, dann erreichst du die besten Ergebnisse. Tipp Nummer 2, wenn du mit der Drohne filmst und in eine Richtung fliegst, dann kannst du aber mal probieren, die ganze Drohne dabei noch zu drehen bzw. die Kamera hoch oder runter zu schwenken. Das heißt, entgegengesetzte Bewegungen zu machen. Ich habe dir jetzt hier mal gerade ein Beispiel eingeblendet, wie ich die Kamera genutzt habe und den Drohnenflug, um quasi eine leichte Drehung der Drohne im Flug hinzubekommen, was relativ cool aussieht, wenn man einen schönen Vordergrund hat. Du kannst beim Flug auch zum Beispiel die Kamera komplett nach unten richten und dann nach oben wieder aufrichten. Das ist auch immer ein sehr, sehr cooler Effekt. Erfordert aber natürlich auch ein bisschen Fingerspitzengefühl, weil du natürlich die Kamera relativ sanft aufrichten solltest. Tipp Nummer 3, nutze auf jeden Fall Vordergrundelemente. Das bedeutet, wenn du mit der Drohne fliegst, dann such dir immer einen Vordergrund, über den du so ein bisschen rüberfliegen kannst, um dann die eigentliche Szene danach in den Vordergrund zu stellen. Das erzeugt immer so ein bisschen Spannung und erzählt so eine kleine Geschichte in deinem Video. Wenn du sofort auf das filmst, was du eigentlich zeigen möchtest, dann ist der Überraschungseffekt nicht da. Aber wenn du am Anfang zum Beispiel die Kamera einfach mal komplett nach unten gerichtet hast und dann aufrichtest und dann eigentlich die große Landschaft zum Beispiel zeigst, dann ist das immer so ein kleiner Spannungsbogen, den du da aufbaust. Und das hilft auf jeden Fall, deinem Videomaterial deutlich besser auszusehen. Tipp Nummer 4, nutze auf jeden Fall für die Post-Production ein Picture-Profile, was so ein bisschen flacher aussieht. Das heißt, ich drehe immer den Kontrast auf jeden Fall weit nach unten, ich drehe auch die Schärfe weiter nach unten, damit das Ganze ein bisschen flacher wird, damit man ein bisschen mehr Dynamikumfang in dem Video hat, damit man also nicht ausgebrannte Stellen hat von zu hellen Bildbereichen oder dass die Schatten in den dunklen Bereichen absaufen, sondern dass man wirklich vom Dynamikumfang so aufgestellt ist, dass man noch alle Details im Video hat und dann in der Post-Production seinen Kontrast wieder dazugeben kann oder aber auch ein LUT und so weiter.
Tipp Nummer 5, nutze ND-Filter. Ich habe hier auch ND-Filter da. Ganz wichtig, wenn es sehr hell draußen ist, dann neigt man ja dazu, immer den Shutter Speed hochzudrehen, beziehungsweise die Verschlusszeit. Ab einem gewissen Punkt werden dann Videos aber ja so ein bisschen flackerig, beziehungsweise sieht man halt einfach, dass eine zu hohe Verschlusszeit komische Effekte bringt. Und das ist einfach besser, wenn man einen ND-Filter nutzt. Die wirken im Prinzip wie eine Sonnenbrille für eine Kamera. Das heißt, das ganze Bild wird dadurch ein bisschen dunkler. Wenn die sehr gut sind, die Filter, dann gibt es da auch keine Farbverschiebung. Und dementsprechend wird das ganze Bild dadurch einfach dunkler und man kann die Verschlusszeit wieder ein bisschen weiter nach unten schrauben. Also einfach ein bisschen länger machen, damit man dann wirklich auch die optimalen Ergebnisse im Bild hat. Ich habe davon mehrere in verschiedenen Stärken. Je nachdem, wie hell es draußen ist, schraube ich dann entsprechend einen ND-Filter hier vorne auf die Kamera einfach drauf. Und das ist sehr, sehr cool, weil man damit dann einfach die optimalen Ergebnisse hat. Genauso gut habe ich auch noch einen Polfilter. Wenn ich den Himmel zum Beispiel ein bisschen bläulicher gestalten möchte, ein bisschen mehr gesättigt haben möchte, dann ist auch ein Polfilter immer sehr, sehr cool. Also da schau einfach mal, dass du dir so ein paar Filter einfach noch besorgst. Ja, das waren die 5 Tipps zum Thema, wie kann ich meine Drohnenfilme oder meine Drohnenfotos besser machen. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen geholfen. Wenn du mehr zu dem Thema Drohne wissen möchtest, weitere Videos kommen sollen, dann schreib es mir einfach unten in die Kommentare. Und dann mache ich dazu ein paar weitere Videos. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles erdenklich Gute beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Schau auch mal unten in meine Facebook-Gruppe rein. Ich habe den Link dazu unten mal unter das Video gepostet. Da kann man sich sehr gut austauschen, wenn man Anfänger ist. Und einfach alles über Fotografie und Bildbearbeitung oder jetzt auch zum Thema Video lernen möchte. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.